Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Schuld hat in unserer Kirche, im Leben der Gesellschaft, in unserer Welt und Zeit gerade nicht unbedingt Hochkonjunktur, wenn wir sie auf uns persönlich beziehen. Immer wieder heißt es da gerade über die Kirche, da wird viel zu viel über Schuld gesprochen. Doch ist es nicht so, dass wir Menschen schuldig werden aneinander, an den anderen, an Gott? Ja, es ist leicht, auf die Schuld, auf die vermeintliche Schuld anderer zu zeigen, den Finger auszustrecken und die da zu meinen. Aber wie ist es denn mit meiner eigenen Schuld? Der Prophet Hosea sagt einmal: Kehr um, Israel, zum Herrn, deinem Gott, denn du bist zu Fall gekommen durch deine Schuld. Israel, das kann ich durchaus mit dem Wort, mit dem Namen Philipp ersetzen. Kehr um, Philipp, denn du hast Schuld auf dich geladen. Du bist zu Fall gekommen durch deine Schuld. Was hat mich heute aus dieser Perspektive zu Fall gebracht? Wo sind heute die Fallstricke des Bösen gewesen, in die ich mich verstrickt habe, in denen ich mich schuldig gemacht habe an anderen, an mir selbst und an Gott? Ich glaube, beim Reflektieren am Tagesabschluss findet jeder etwas, was er heute an diesem konkreten Tag hätte besser machen können, wo er aus der Sicht Gottes zu Fall gekommen ist. Das Große aber ist, dass Gott sich uns zuwendet und uns annimmt, auch in und mit unserer Schuld. Denn er will heilen, was da niederliegt, und aufrichten, was gefallen ist. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, so gerne zeigen wir mit dem Finger auf andere, auf das Versagen und die Schuld der anderen. Doch wenn für die anderen Schuld möglich ist, ist es nicht auch im Rahmen des Möglichen, dass wir Schuld auf uns laden? Hilf uns, dass wir uns dir zuwenden, bei dem wir Vergebung und Leben erfahren dürfen, bei dem wir Vergebung unserer Schuld bekommen und das Leben finden. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.